Traurige News für Simone Tomalla. Die Schauspielerin und ihr langjähriger Partner Silvio Heinevetter haben sich getrennt. Die beiden lernten sich 2009 kennen und waren seitdem glücklich liiert. 12 Jahre später soll nun alles aus sein, wie die Bild-Zeitung berichtet. Grund soll laut dem Blatt die räumliche Distanz sein. Der Profitorwart lebt aktuell berufsbedingt in Kassel, während Tomalla in Berlin geblieben ist und in Bayern für die ZDF-Serie Frühling vor der Kamera steht. Lediglich einmal im Monat sollen die beiden sich gesehen haben. Selbst die Trennung soll telefonisch gewesen sein, da für ein persönliches Treffen keine Zeit war. Böses Blut fließe jedoch nicht, wie Tomalla und Heinevetter erklären. Wir haben uns bereits vor einigen Monaten einvernehmlich getrennt und bleiben als Freunde verbunden.